für Herz und Gefühl, wenn es zum Stierkampf, zum Boxkampf oder gar zum Catchen gehen? Warum mögen die das, wenn da die Gelenke so krachen und knacken? Naja, vielleicht ist es ja der Ausgleich zum Alltag, nicht? Die starken Jungs da. Das Tempodrom, ein Zirkuszelt im Tiergarten. Hier treten sie jetzt wieder jedes Jahr 2 Wochen lang auf, die starken Jungs. Mitte der 50er Jahre blieben sie immer 11 Wochen in der Stadt. Tausende stürmten damals die neue Welt, den Sportpalast, die Taverne am Lützowplatz oder den Catcher-Rundbau am Zoo. Diese Veranstaltungsorte gibt es nicht mehr. Aber eingefleischte Catcher-Fans, die gibt es immer. Wahnsinnig. Es ist einfach. Freue mich das ganze Jahr drauf. Auf Fleischberge, Muskelpakete, skrupellose Exoten und Monster. Per Holzhammer-Methode wird dem Publikum verklickert, wer der Gute, wer der Böse ist, und es ging. Catch as catch can. Greife, wie du greifen kannst und wohin. Alle Griffe und Tritte sind erlaubt. Alle Körperteile und Glieder müssen herhalten. Hauptsache, es tut weh. Oder scheint zumindest so, als ob. Wie die also ihren Körper beherrschen, ist für mich also ganz toll. Das Zirkuszelt, der geeignete Ort für diesen Sport. Der Ring wird zur Arena. Die Catcher sind mal Artisten, mal Clowns und immer hervorragende Schauspieler. Lächerlich. Das ist doch alles Schauen nur. Das soll das sein, sonst wäre es erlaubt. Wenn ich einen richtigen Partner habe, der mir ein bisschen schwächer ist, dann kann ich mehr Show machen. Dann unterhalte ich mich mit ihm. Und wenn es ernster wird, dann werde ich auch ernster. Und wenn es ganz ernst wird, dann zerreiße ich ihn. Je öfter es den Gegner zerreißt, desto mehr kassiert man. Bis zu 1000 Mark pro Abend. Mein Gegner ist mein Feind. Und mein Feind will an mein Geld. Und an mein Geld kann er nur über meine Leiche. Letzten Endes ist es doch wichtiger, ich gewinne. Also ich mal ganz hart ausgesprochen, lieber unfair gewinnen als fair verlieren. Ohne fiese Fouls wäre das Catchen nur halb so. Das Tier, Bullpower und seine Horrorshow. Bullpower, er ist die Attraktion aus New York. Brutal, aggressiv. Für den normalen Sport, Klammer auf, und Menschen, Klammer zu, Freund, ekelerregend, beängstigend. Für echte Catch-Fans noch viel zu lasch. Brutal finde ich es eigentlich nicht. Unästhetisch finde ich die ganzen Körper hier zu besichtigen, ist also ganz, ganz toll. Und was ist mit mehr als nur besichtigen? Warum nicht? Wenn ich schöne Frauen unten sehe, die begeistern mich. Mein Puls wird schneller, meine Augen fangen an, sich zu überschlagen. Ich sage, wow, na gut, das ist schön. Und ich will, wenn ich in den Ring gehe, mich ausziehe, dass die Frauen sagen, wow, das ist Big Otto. Es sieht doch genauso aus, oder nicht? Ja. Will ich jedenfalls sein. Kann also bestimmt auch auf der Bühne auftreten. Gegen so einen wollte ich nicht unbedingt. Ich muss schon ein bisschen so ein Hemd sein Weg, wa? Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie einfach das für eine Frau ist, einen 105-Kilo-Mann auf die Matte zu legen. Tja, das war's dann. Sie wissen ja, es kommt nicht immer auf Muss auf. Köpfchen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.